Grüß Gott, herzlich willkommen zu dieser Karfreitagspredigt in Zeiten der Pandemie in der Innsbrucker Jesuitenkirche. Die Predigt folgt direkt auf die Passion, auf das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Diese Passion endet mit den Worten: Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Und jetzt? Jetzt, nachdem eiligst all das gemacht wurde, was man bei einem Todesfall zu tun pflegt, nachdem die Leiche im Grab ist und die letzten Freunde nach Hause gegangen sind, was jetzt? Radikale Totenstille und der Absturz ins Bodenlose. Nein, kein bewusst erlebter Schmerz mehr und auch keine Trauer. Die Leere macht sich in der Seele breit und zunehmend auch die Gleichgültigkeit. Wenn man bloß noch weinen könnte und klagen oder zumindest Wut empfinden. Die scheinbar bodenlose Sinnlosigkeit des anbrechenden Karsamstags. Sie umfasst nicht nur die Mutter. Nicht nur jene Mutter, die ihren Sohn auf ihrem Schoß betten dürfte. Vom Schmerz versteinert schaut sie den Sohn an. Nimmt aber in ihrer Mutter-Sohn-Beziehung auch den Betrachter mit. Vom Schmerz sprachlos geworden, scheint sie doch zu sprechen und zu klagen. Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz, den man mir angetan. Diese Klage inspiriert zu Empathie und zu Identifizierung. Identifizierung mit all jenen Menschen, die in die ähnliche Bodenlosigkeit fallen. Im Jahre 2020 noch sprachloser werden, weil sie sich oft von verstorbenen Angehörigen nicht einmal verabschieden können, weil diese oft anonym oder fast anonym begraben werden, auf jeden Fall im kleinsten Kreis. Dankbar griff die kirchliche Liturgie und auch die Volksfrömmigkeit die alttestamentlichen Klagelieder auf, und auch den Spruch des alten Simeon: Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Sie griff die Schrifttraditionen auf, um dem Schmerz der Mater Dolorosa, der schmerzreichen Mutter, auch einen sinnlichen Ausdruck zu verleihen. Die Kunst formte gar unzählige Figuren der Mutter, der Brust durch Schwerter aufgeschlitzt bleibt, gar durch sieben Schwerter. Unzählige Schwerter also. Schwerter, die auf Verletzungen hinweisen, die unzähligen Verletzungen, die diese Frau im Raff ihres Lebens erleiden musste. Die Schwerter weisen auf Verletzungserfahrungen und Verlusterfahrungen hin, auf die vielen kleinen Tode im Alltag, die Flucht und Asylsuche, die Angst, die sich zunehmend in ihre Seele hineinfraß, in die Seele der Mutter eines Außenseiters, für viele gar eines Spinners. Eine Mutter, die einen atemberaubenden Aufstieg ihres Sohnes erlebt hat, und noch einen atemraubenden Fall. Die Schwerter weisen aber auch auf die Worte des eigenen Sohnes hin. Worte, die sie mitten ins Herz trafen, wie Steine. Worte, die ihr den Atem wegnahmen und die Augen mit Tränen füllten. Meine Mutter? Wer ist meine Mutter? Alle, die das Wort Gottes hören, es verstehen und danach handeln. Sie alle sind mir Schwester und Bruder und Mutter. Da
Das hat gesessen. Genauso wie die vielen distanzierten Anreden. Was willst du von mir, Frau? Misch dich doch nicht ein. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Selbst da, wo die Stunde da war, nein, nicht die Stunde des Triumphes, sondern die Stunde des Todes. Selbst da kam ja nur die distanzierte Anrede. Frau, siehe da, dein Sohn. Es waren die letzten Worte an seine Mutter. Zu groß war da der Schmerz, als dass der Spruch ihr noch einmal die Sprache verschlug. Liebe Schwestern und Brüder, die Sie am Karfreitag des Jahres 2020 bloß virtuell mit dem Prediger verbunden sind. Modernherzig diese Geschichte der Frau an. Eine Frau, die mitten im Leben steht. Eine Frau, die vom kirchlichen Lehramt als Sozia, als Gefährtin, als Genossin angesprochen wird, als Zeitgenossin. Im besten Sinn des Wortes. Zeitgenossin Jesu und Zeitgenossin der Apostel, unsere alle Zeitgenossin. Nicht eine schrille Frieden, Freude, Eierkuchen, Comedy-Tante unseres medialen Zeitalters. Nein, ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch mit vielen zerstörten Lebenshoffnungen. Für diese Frau endet die Passion nicht mit der Grablegung. Sie wird nun auch in die scheinbar sinnlose Bodenlosigkeit des Karsamstags geführt. In jene Sprachlosigkeit, die eben keine Sprache kennt. Und diese Frau steht in einer Reihe von Millionen von Menschen, Frauen und Männer, die der lebensspendenden Beziehung beraubt wurden, deswegen in den Abgrund stürzen, in den Abgrund tiefster Depression. Sie schließen sich in ihre Einsamkeit immer mehr ein, verkriechen sich in ihrem nicht benennbaren Schmerz, in ihrer biografischen Hölle. Da kapseln sie sich ein und leiden daran unsäglich. Jede fühlt sich allein in der Hölle, und genau das ist die Hölle. Diese radikale Totenstille des Karsamstags steht zuerst für diese Erfahrung, die Erfahrung der Beziehungslosigkeit, die Erfahrung der höllischen Einsamkeit diesseits und jenseits des Todes. Die Erfahrung, die für Millionen von Menschen in Zeiten der Pandemie sich noch einmal radikalisiert. Ist damit aber die Situation, die der Grablegung folgt, umfassend beschrieben? Nein. Denn so wie für die Mutter die Passion nicht mit der Grablegung zu Ende ist, so auch für den Sohn nicht. Das altkirchliche Glaubensbekenntnis lässt den toten Christus in die Hölle absteigen. Und die Osterikone der Ostkirche zeigt den Auferweckten in einem Reigentanz. Tanzend führt er den Zug jener Menschen an, die in die Hölle abgestürzt sind und nun durch ihn, den Gottessohn, zum Leben geführt werden. Was bedeuten diese Zusammenhänge für uns alle, die wir im Jahre 2020 die Karwoche unter den Bedingungen erzwungener Isolation feiern? Die Pandemie lädt uns alle ein zur Neubesinnung. Zur Besinnung auf den Wert christlicher Werte, christliche Sprache, christliche Symbole, christliche Hoffnungen. Als gläubige Christen stehen wir ja in einer Reihe mit allen unseren Zeitgenossen,
mit Menschen anderer Religionen, mit Agnostikern, mit Atheisten, mit Zynikern und Gleichgültigen. Mit ihnen allen verbindet uns dasselbe Schicksal. Wir alle können zu Opfer der Pandemie werden. Auf diese oder jene Weise sind wir auch schon zu Opfer geworden, ihr zum Opfer gefallen. Schmerzhaft nehmen wir wahr, dass die Pandemie auch all die alltäglichen Schmerzen und Leiden der Zeitgenossen oft zur Unerträglichkeit verstärkt. Als Christen sehen wir darin die Verdichtung der vielen Kreuzwege, der Kreuzwege der Menschen, deren Opferung rational eingeplant wurde. Der Kreuzwege der Flüchtlinge, der Kreuzwege der Menschen, deren Kreuze durch die nicht abgebrochene Kultur des Verbrechens, der Korruption oder des schlichten Versagens anderer aufgestellt wurden. Wir nehmen auch unsere ganz persönlichen Kreuzwege wahr, Wege, auf denen wir stürzen, Wege, auf denen wir uns selber verletzen, durch unseren Selbsthass und durch die fehlende Selbstliebe. Als Christen glauben wir, alle Menschen stehen in einer Reihe mit dem kreuzbeladenen und am Kreuz sterbenden Christus. Und auch in einer Reihe mit seiner Mutter Dolorosa, die ja den Kreuzweg geht, als Sozia, als Gefährtin. Wie die Mutter Dolorosa und ihr Sohn werden alle Menschen oft an den Rand der scheinbar bodenlosen Sinnlosigkeit des Karsamstags geführt, der radikalen Totenstille, die man aushalten muss. Und in der man immer und immer wieder der Gefahr erliegt, sich selber in der Hölle der Isolation einzuschließen. Als Christen bezeugen wir aber, und dies durch unser Beten und durch unsere oft so brüchigen Hoffnungen, dass es auch eine innere Seite des Kreuzes und auch eine innere Seite der scheinbar bodenlosen Sinnlosigkeit des Karsamstags gibt. Unsere Augen des Glaubens nehmen den Sohn Gottes wahr, der in seinem Kreuzestod in den allerletzten Abgrund stürzt, gar in den Abgrund der gottverlassenen Hölle hinuntersteigt, damit er uns auffängt. Uns und auch die anderen, selbst jene, die ihn nicht kennen oder ihn nur noch verschmähen. Dankbar richten wir unseren Blick auf das Kreuz, am Karfreitag das verhüllte Kreuz, das in der Karfreitagsliturgie sein Geheimnis offenbart. Bewusst und dankbar nehmen wir die innere Seite des Kreuzes wahr, die Hingabe des Gottessohnes, die Hingabe im Sterben und im Tod. Bewusst positionieren wir uns am Karfreitag in der Haltung der Anbetung. Eine Haltung, die nach außen hin oft kaum unterscheidbar ist von der Haltung jener, die vom Schmerz bloß versteinert sind, vom Gefühl der Sinnlosigkeit bloß übermannt und deren Seele sich nur noch die Leere ausbreitet und Gleichgültigkeit. Anbetend. Anbetend richten wir unseren Blick auf ihn, der seinerseits unseren gläubigen Blick auf jene Menschen lenkt, die tagtäglich ihr eigenes Kreuz tragen. Deswegen führt auch die Liturgie des Karfreitags von der Kreuzanbetung zu den großen Fürbitten für all jene, die auf ihren Wegen und Kreuzwegen unterwegs sind.
Im Jahr 2020 rücken all jene Menschen in den Vordergrund, die unter der Pandemie besonders leiden. Auf dass sie alle, wie auch alle Menschen, durch das Geheimnis des Triduum Paschale zu Osterfreude geführt werden, auch zu jener Osterfreude, die niemals enden wird. Gesegnete Ostern.